Hey Leute, was geht ab? Ich sitze jetzt wieder in meinem 33i. Wie man hört. Und das ist jetzt die erste Fahrt, nachdem ich jetzt ein paar Tage den A2. Den A2. Das ist jetzt die erste Fahrt, nachdem ich ein paar Tage immer den BMW M2 gefahren bin. Und ich dachte, ich teile mal meine Eindrücke mit euch über mein Auto, was mir auffällt, was mir jetzt besonders gut an dem Auto gefällt, was mir vielleicht ein bisschen fehlt. Ich weiß es nicht, das Video ist jetzt einfach mal spontan entstanden. Und wenn euch das Ganze interessiert, mal so ein bisschen der Vergleich BMW M2, moderner 2018 zum 2005er 330i mit Schaltung, dann bleibt dran und guckt euch das Ganze mal an. Ich bin jetzt gerade eine halbe Stunde ein bisschen am Rumpieken und habe wieder mein Auto mal wieder kennengelernt und lieben gelernt. Und ja, es ist halt mein 330i, den ich halt irgendwie seit Jahren schätze und auch sehr gerne fahre und der auch seine Vorzüge hat. Und darauf will ich mal so ein bisschen eingehen in dem Video. Natürlich, wie soll es anders sein? Schaltgetriebe. Schaltgetriebe ist immer noch für mich das A und O und ich liebe einfach diese Möglichkeit zu haben, selber Gänge reinzuknüppeln, zu schalten, zu bremsen, das fühlt sich in meinen Augen irgendwie immer alles direkter an und es ist wesentlich interessanter, wenn ich selber immer die Fähigkeit habe, hier alles selber zu bestimmen. Hoch, runter schalten, Gang rein, Gang runter und wie auch immer. Das macht einfach mir mehr Spaß, mit dem Kupplung zu spielen und sowas. Und eigentlich, ja, Schaltung ist echt nice. Und was ich gedacht habe beim Fahren ist, ich glaube, der M2 mit Schaltung wäre halt nochmal eine ganze Ecke geiler, denn es gibt auch einige Leute, die vielleicht nicht so, sage ich mal, gut mit dem Schalten sind, die es vielleicht ein bisschen komplizierter finden. Oder einige, die es halt richtig lieben, so mit den ganzen Downshifts und so, weil ich kenne halt von dem Auto. Und das ist auch genau der Punkt, warum ich Schaltgetriebe so liebe, ist, du musst dein Auto kennen. Du kannst nicht einfach Downshifts machen, wenn du dein Drehzahlband nicht auswendig kennst oder hochschiften oder von 5 und 2, mach mal den Wechsel. Da musst du ganz genau wissen, welche Drehzahl du bei welcher Geschwindigkeit ungefähr hast, auf ein paar hundert, sage ich mal, um dann halt von 5 auf 2 einen geilen Downshift hinzukriegen, wenn du das mal selber machen willst. Manuell natürlich. Und das ist so das Ganze, wo das Schaltgetriebe für mich halt seinen Reiz hat. Und das natürlich in Verbindung mit einem Auto mit ordentlich Bums, macht für mich dann halt noch mehr Spaß. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, hier bezüglich der Mittellage vom M2, da ist es auch so, meiner fühlt sich direkter an, in dem Bereich, den ich da angezeigt habe mit meinem Finger hier auf der Lenkung. Also hier macht mein Auto mit weniger Lenkeingriff mehr Bewegung und auch mit langsamen Bewegungen kann ich hier ganz, ganz schön große Ecken fahren im Vergleich zum M2. Wenn ich natürlich hier mehr rumrühre, dann geht mein Auto auch besser um die Kurve und stark um die Kurve. Aber ich merke dennoch, dass der M2 einfach durch die breite Spur vorne und wenn ich einlenke, dass der M2 einfach geiler liegt als der. Also wahrscheinlich muss ich mein Fahrwerk auch nochmal ein bisschen einstellen. Vielleicht ein bisschen mehr Sturz oder sowas, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt verkehrt, das Auto. Ne? Man merkt aber, dass es ganz anders balanciert ist vom Fahrverhalten her, wenn man mit dem Ding um die Kurve geht oder halt mit dem M2. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied und ich denke auch, dass es maximal sinnvoll ist, zu verstehen, warum denn auch ein M seine Berechtigung immer hat. Ein weiterer Punkt, ein kleiner Punkt, der mich beim M2 gestört hat, und zwar ist die Armlehne, die konnte man nach vorne schieben. Wenn man dann aber die Handbremse benutzt hat, hat man die Armlehne hochgeklappt. Der M2 Lewis wird das auf jeden Fall kennen und deswegen ist meistens die Armlehne vom M2 nach hinten. Und ich habe halt hier, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt, hier diese verschiebbare Mittelarmlehne. Mobiler Blitzer in 100 Metern. Ist, was diese Armlehne ist, dann guckt euch mein BMW E90 konfigurieren Video an. Da erkläre ich jedes einzelne Detail und jedes Ausstattungsdetail in meinem Auto. Da wisst ihr dann auf jeden Fall, was das ist. Ich finde es mega geil. Das heißt, meine Armlehne ist in dem Auto mobiler Blitzer in 100 Metern. Und besser positioniert vom Fahrkomfort her. Also ich sitze hier sehr gut in dem Auto und die Armlehne, die macht schon was aus. Das ist einfach so. Da kann man nicht drum herum lügen. Das ist einfach schon ein Komfortfaktor, der einfach wichtig ist. Ja, was sonst noch? Sonst bei mir, Lenkrad ist halt ein neues reingekommen. Ist 5000 Kilometer, nee, was ist das? Ist 7000 Kilometer alt.
mein Schaltknopf ist auch im Top-Zustand. Das heißt, mein Auto fühlt sich, wenn ich es anfasse, irgendwie nicht alt an. Ich habe hier und da kleinste Macken, aber so die Sitze, Leder, Lenkrad, Schaltknopf, Handbremshebel, das ist alles frisch bei mir. Und deswegen wirkt mein Auto auch so neu. Und alle Oberflächen halt schön blitzeblank und so, da macht es keinen großen Unterschied. Wenn man das sieht, sieht es vielleicht älter aus, aber der Zustand ist nicht verbraucht und alt. Und das hat auch so seinen eigenen Charme. Und finde ich auch sehr nice. Also da kann man nichts Schlechtes zu sagen. Kommen wir mal zum Thema Auspuffsound. Das ist auch ganz interessant gewesen, wie ich meinen Auspuffsound wieder wahrgenommen habe und wie der M2 jetzt sich in mein Gedächtnis über die Tage so ein bisschen eingebrannt hat. Fangen wir einmal an. Oh, da war wieder ein kleiner Ballermann hier. Fangen wir mal an. Sound Innenraum. Innenraumsound in diesem E90 gefällt mir wesentlich besser, weil hier einfach nichts künstlich über Lautsprecher hinzugefügt wird. Ich habe natürlich jetzt den 130i Faltenbike drin. Das heißt, ich habe schon eine erhöhtere Soundkulisse hier im Auto als jetzt ein anderer mit einem 330i. Kurve hier fahren. So, da ist hier schon ein bisschen mehr Sound in den Innenraum und es wird halt mehr reingeleitet ins Auto. Aber halt nicht so digital, wobei das beim M2 echt gut ist. Also es klingt in den Ohren nicht schlecht. Als ich mir aber in der Launch Control angeguckt habe, das Video von der GoPro, wo ich nur das Tacho gefilmt habe, das Mikrofon war auch nach vorne zur Armatur hingerichtet, das klang halt schon krass digital. Und da dachte ich mir so, da kommt es halt richtig raus, dass der Sound halt ein ganz anderer ist. Aber sonst so der Sound vom Innenraum her, dass das Auto von sich gibt, ist in dem Fall bei dem Auto irgendwie, es ist halt echter. So, und das gefällt mir eigentlich ganz gut, da er halt immer gleich geil und gleich laut im Innenraum ist. Kommen wir nun zum Auspuffsound. Also natürlich brauchen wir uns nichts vormachen. Dieses Lautstärke hier, wie er jetzt hier knattert, ist natürlich bei meinem Auto mehr. Warum müssen wir? Ich habe ja den BMW Performance Engine Dämpfer drauf und da lässt er auch einfach mehr Sound durch. Und mein Sound ist auch, wie sag ich denn so? Es klingt wie so eine Hummel irgendwie. Also er ist echt nice und ist halt nicht so voluminös. Das ist mir aufgefallen. Also der M2 hat einen sehr voluminösen, bassigen Sound, so richtig so, es klingt halt großvolumiger und meiner klingt halt so ein bisschen heller, wie so eine, nicht wie eine fette Hummel, so eine fette Hummel ist so der BMW M2 und wie so eine getunte Hummel, die einen auf Wespe macht, ist dann der E90, der 330i halt von mir, also da ist halt irgendwie, versuche ich da den Sound so am besten zu erklären, wie ich ihn wahrnehme, also halt höher, nicht so voluminös, aber mit wesentlich mehr Lautstärke und Vehemenz, ein geiles Wort, wie er hier einfach rauskommt. Und das gefällt mir auch sehr gut. Natürlich jetzt so ein bisschen das Geballer ist halt lauter und die Downshifts, das ist so, das mache ich selber am liebsten, nicht irgendwie mit einem Knopf. Das ist halt so genau das, wo ich halt steil gehe. Ich kenne mein Auto einfach. Und auch wenn ich jetzt so ein bisschen entspannt fahre, ist das genau der Punkt, so der bockt mich so richtig. Das ist so genau der Punkt, wo ich sage, warum dann doch irgendwie für mich der M2, ne, das Langweilige kriegt. Keinesfalls, das Auto ist nur langweilig, aber das Fahren selber wird dann langweilig, wenn man normal fährt, weil einfach das ist hier die Schaltung und da kann man keiner was vormachen, wie ich meine Downshifts gestalte. Das habe ich selber drauf und das ist einfach ein extremer Reiz, den einfach dieses Auto mir gibt oder allgemein Schaltgetriebe mir gibt. Ja, hier, wie geil das einfach ist. Runterschalten, selber machen. Und das natürlich in Verbindung mit dem Performance Engine Dämpfer, das ist schon erste Sahne in dem Auto. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Fahrwerkstechnisch will ich auf jeden Fall nochmal was sagen. Man merkt dem Auto an den längeren Radstand. Ich habe jetzt nicht gemessen, aber ich fühle, dass der länger ist. Und ich fühle, dass das Auto halt nicht so steif ist, obwohl ich das KW-V3-Fahrwerk drin habe. Merke ich, dass hier einfach mehr Auto um mich herum ist. Und
mich drumherum ist. Also wahrscheinlich auch mehr Gewicht, gehe ich mal ganz stark von aus. Und fahrwerksmäßig auch nochmal alles sich ein bisschen weicher und indirekter anfühlt. Auch wenn die Lenkung direkter ist, ist das Fahrwerk indirekter. Ich weiß nicht, wie ich das am besten erklären kann, aber das ist halt genau so, dass einfach das Auto mehr Masse hat. Und das spürt man. Das spürt man, wenn man ihn um die Kurven schickt. Da ist der M2 mit seiner breiten Spur und mit seiner, ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt hören hier mit dem offenen Fenster, mit der breiteren Spur und so einfach geiler auf der Straße positioniert. Und das gefällt mir natürlich sehr gut. Ja, ansonsten überlege ich mal. Ja, eine Sache kann man nochmal sagen, und zwar das geile Navi, was da drin war, so das NBT ist schon echt sexy, da kann man nichts gegen sagen. Ich meine, ich habe jetzt hier das Navi CCC drin, das ist halt aus seiner Zeit, aus 2005, und das wird auch nicht mehr neuer. Und von daher, ja, es ist halt so, wie es ist. Es ist aber nicht schlecht, weil es funktioniert eigentlich noch gut heutzutage. Aber es ist halt einfach outdated, ne? Das ist keine Frage. Aber stört mich nicht irgendwie. Ich finde, es steht im Auto. Und von daher kann ich dem gar nichts Negatives abgewinnen. Ich hoffe, euch haben meine Eindrücke gefallen, die ich über den BMW M2 und mein 330i mit euch gemacht habe, dass ihr so ein bisschen den Eindruck bekommt, warum ich das Auto so gut finde und warum der M2 geil ist oder wo ich ihn halt nicht so gut finde oder was mir so nicht so gefallen hat, wie es eher gefehlt hat oder sowas. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Jungs. Peace. So, und jetzt fahren wir tanken. Wir sind tanken. Das gute Ultimate kommt jetzt. Ich der Einzige, der sein Auto mal laufen lässt an der Tanke. Oh Gott, das ist kriminell. Aber ich mach's eigentlich derbe oft.